Geht schon los? Klar, geht schon los. Ach, da bin ich ja. Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Heute gibt es mal wieder was Neues von dem Endgegner. Ja, Jens hat da mal was vorbereitet. Genau, wir haben ja 4. Juli jetzt gerade. Anfang des Monats können wir immer den Held und den Endgegner des Vormonats. Und wer hättet gedacht, endlich hat er es geschafft. Der Herr Lauterbach, unser Krankheitsminister, als wir uns das hier ausgedacht haben halt mit dem Held und den Endgegner, hat Rico schon gesagt, also dann ist ja nur der Lauterbach dran. Ja, wir sind doch stets bemüht, mal uns die anderen anzubieten. Aber diesmal hält der Herr Lauterbach. Und zwar nehme ich da Bezug auf einen Artikel von news.de und das dazugehörige Video mit der Überschrift Karl Lauterbach, eine Schande für unser Land, Gesundheitsminister nach Wutrede stark kritisiert. Am 22. Juni fand eine Gesundheitsministerkonferenz statt in Magdeburg. Und gleichzeitig hat sich Verdi gedacht, machen wir doch da mal eine Demonstration mit 300 Krankenschwestern und Pflegern und Therapeuten. Unter anderem auch halt Ungeimpfte. Diese Ungeimpften Schwobler gibt es halt überall. Also ja, wir beide sind ungeimpfte Schwobler. Also man wird Schwobler. Man wird sie halt einfach nicht los. Die anders denken. Genau, die anderen. Die zweite Klasse Menschen. Und zwar, genau, geht es da um die Rede von dem Gesundheitsminister. Ich fange mal mit den Newton-Sachen an. Also es ist schon mal schön, dass er sich äußert und dass er sich bedankt hat am Anfang. Ja, und das war doch schon mit den Mythen. Genau, wir gucken uns das mal an, die Rede von ihm. Herzlich danken, die heute hier. Das ist Tatsache auch der Anfang, wa? Also so fängt ja seine Rede an, so wie das da losgeht. Das habe ich gesehen. Da ist nichts mit Hallo, schönen guten Tag. Genau, das hätte ich auch genommen. Und dann, wer möchte, kann ja mal auf Mimik und Gestik achten von den Herren. Das ist. Also der hat es drauf, die Leute zu spalten. So, also erstmal am Verdi ist natürlich sehr gut, ja? Mehr Personal und eine bessere Patientenversorgung ist ja klar. Also das ist sehr toll. Ich bin auch sehr gespannt. Ob der Herr Lauterbach jetzt Recht behält und das wirklich so ändert und die Leute dann auf einmal alle wieder zurückrennen und ihren alten Job wieder anfangen. Ja, da bin ich gespannt. So, und aufgrund dieser wunderbaren Rede gibt es auch schon den Hashtag Lauterbach muss weg bei Twitter. Und da möchte ich mal ein paar Nutzer von Twitter zitieren. Dieser Mann ist eine Schande für unser Land, unfassbar, was er wieder für Hass und Hetze verbreitet. Wir müssen von ihm erlöst werden. Eine andere Userin, ich solidarisiere mich ausdrücklich mit dem ungeimpften Pflegepersonal. Die Äußerungen von Herrn Lauterbach sind eine Unverfrorenheit. Auch die geimpften Pflegenden wissen genau, dass es ohne die Ungeimpften nicht geht. Ein anderer Nutzer, das Letzte, was Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor benötigen, ist ein hetzender und spaltender Gesundheitsminister. Und jetzt noch, also ein letztes Zitat, wo bleibt eigentlich die Empörung über Verdi, die diesem Typen eine Bühne bietet und dessen Vertreter daneben stehen und klatschen, während der Minister aufs übelste Arbeiter beschimpft. Das wäre mir ohne dieses Zitat ja nicht aufgefallen. Die Dame dahinter klatscht tatsächlich, als ja, diese ungeimpften Schwobler quasi beleidigt. Genau, nichtsdestotrotz, Karl Lauterbach hat sich denn nochmal dazu geäußert. Also, er verteidigt seine Rede nochmal. Und zwar, ich zitiere, die Demonstration
war eine Verdi-Demonstration. Die Pflegekräfte waren zum Teil von weit angereist. Es war deren Demonstration und es war auch eine gute Demonstration. Ich habe mich bedankt bei den Pflegekräften. In der Emotion der Lage habe ich es nicht für angemessen gehalten, dass die kleine Gruppe der Impfgegner, die mir ja überall begegnet, lautstark die Demonstration der Pflegekräfte gekapert hat. Und dort die Demonstration und auch die Anliegen der Pflegekräfte sabotiert hat. Also die Pflegekräfte, die sabotieren sich selber gegenseitig. Und Karl wird wohl von Stalkern begleitet. Schwulern. Das kann man natürlich sehen, wie man will. Für mich wäre natürlich interessant gewesen bei diesem Video, was es ja leider nicht gibt, wie dahinter aussah, hinter der Kamera. Ja. Weil waren es denn wirklich zwei getrennte Gruppen oder war das die Verdi-Demonstration? Man weiß es ja nicht, keine Ahnung. Ja, so wie er gezeigt hat, ist halt links die eine, rechts die andere Seite. Und dank dem Kommentar denkt man jetzt auch, das ist eine sehr kleine Gruppe. Mhm. Also so eine Randgruppe, die man wohl nicht beachten muss, seiner Meinung nach. Und stell dir mal vor, das hätte nicht der Lauterbach so gesagt, sondern ein anderer. Ich glaube, da würde es ganz anders aussehen. Naja, also auf jeden Fall. Das geht ja nicht, Herr Lauterbach. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass hier irgendwie gespalten wird. Und ist schon traurig, ne? Ich meine, das ist ja wie eine Schallplatte. Das wiederholt sich ja immer und immer wieder. Jetzt wird wieder gesagt, jetzt tun sie wieder alles dafür, dass die Leute ja irgendwie mehr Geld kriegen. Das kann ja nicht sein, dass dann auf den Rücken von den Pflegekräften Geld gescheffelt werden, ne? Ja, wie der jetzt letzten zwei Jahre so ist. Und da ist ja der Lauterbach auch nicht ganz unschuldig deswegen. Genau. Ja. Und das jetzt nochmal zu versprechen und zu sagen, das kann ja nicht sein. Und er will die anderen Pflegekräfte wiederholen. Wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Mammutaufgabe. In der Vergangenheit wurden ja auch Krankenhäuser abgebaut, weil sie einfach nicht wirtschaftlich sind. Die verdienen halt einfach kein Geld. Deswegen werden die dann abgeschafft. Über die Jahre. Wenn jetzt muss er halt zusehen, dass er das wieder gerade biegt. Auf dem Weg, auf jeden Fall. Aber warum sollten denn Krankenhäuser, die zum Wohle der Menschen sind, warum sollten die wirtschaftlich sein? Sollten die nicht lieber nicht privatisiert werden, sondern eher wieder... Staatlich. Genau. Ja. Wäre auf jeden Fall sinnvoller. Das war der Entgegner. Genau. Herzlichen Glückwunsch, Herr Lauterbach. Entgegner des Monats Juni. Diesmal nicht auf Platz 2 oder Platz 3, diesmal auf Platz 1. Genau. Endlich. Mal sehen, vielleicht gibt es ein Double oder ein Triple. Wir werden sehen. Vielleicht kommen ja noch andere Politiker. Ja. Schauen wir mal. Gut, beim nächsten Mal gibt es dann den oder die Helden des Monats. Bis dahin würde ich sagen, bildet euch eure eigene Meinung. Genau. Na? Die Links zu dem Video hier, alles unter dem Video in der Beschreibung, ist ja klar. Genau. Und schreibt ruhig in die Kommentare. Was ist eure Meinung? Wie seht ihr das? Was denkt ihr? Kennt ihr vielleicht andere aus dem Monat Juni, die es auch verdient hätten, hier erwähnt zu werden? Und bis dahin, macht's gut, haut rein. Ja. Man sieht sich. Gesund bleiben, wa? Und das vor allem. Bis demnächst.